Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Max Payne 2. Wir schauen uns hier mal noch ein bisschen um. Sind wieder im, ja, in diesem Geisterbahn-ähnlichen Ding. Diesmal halt mit Besuch. Die Granate war jetzt nicht nett. Mona. Gucken, ob wir den irgendwie kriegen. Ja, denke ich schon. Überraschung. Danke. Ist nett. Vorher speichere ich aber nochmal. Ah, ich lasse sie mal. Oh, das sind echt verdammt viele. Gut, damit werden die weg. Der lag aber auch gerade echt gut da. Oder stand. Da die eh nur Kalaschnikow fallen lassen, werde ich die auch dann mal entsprechend benutzen, die Waffe. Danke für die Muni. Jetzt haben wir wenigstens da mal wieder ordentlich Muni. Sieht nicht mehr ganz so trist aus wie sonst. Ja, das war halt ungünstig. Schrotflinte direkt in die Fresse, vor allen Dingen in der Position. Jetzt wäre vorgewarnt. Komm. Öffne die Tür. I was sick and tired of the cleaners speeding away in their vans. I had only one chance, no time to stop and think it through. I had no choice. I couldn't have waited for Mona. It was Vlad's excuse. Fate. I didn't trust myself. I'd forgotten about the radio Mona had given me. Max? I'm here, took a ride with the cleaners. I'll let you know when we get where we're going. Max, about what happened? Can't talk now. I couldn't crack her. I had to crack the case. Mona, Castling Insurance Company's construction site. I'm on my way. Take it to the top floor. Yeah, with the rest of the evidence. Hey, careful with those red boxes, you'll blow us all up. I'll get the stuff from the van and meet you there. Hey, what the fuck? I thought of Vlad's Trojan horse. I'd gotten into the cleaner's hideout in the back of their van. They'd give me directions to the evidence on the top floor. Okay, ja, das mit dem trojanischen Pferd kommt schon hin. Die haben noch irgendwas von roten Boxes gesagt. Also von roten Kisten. Och, haben das Auto abgesperrt. Toll. Andrew said he'd be right behind us. Right behind is my ass. He said he'd get his stuff from the van and be right up. What stuff? What was he supposed to have in there? Whack him!
So, eine Lieferung Max ist eingekommen, angekommen. Ha. Nur Pistolen? Wie frech, wie finde ich das denn? The dangerous red boxes the cleaners had talked about were containers filled with explosives. Hm. Da ist zu. Da nicht. Ich glaube, wir sind erkannt worden von wem auch immer. Hm, ich speichere mal und wage mich da mal vor. Ah, da. Condemned building at the edge of the site, headed upstairs. I'm at the wrong end. I'll try to get to the roof to get a view of the place. Later, I'm kinda in the middle of something. Dankeschön. Dann, ja, begeben wir uns mal nach oben. Hier überall noch Explosivzeug. Ich wechsle mal auf die Granaten. Da ist nix. Vielleicht einen Aufzug rufen? Wohl nicht so, aber ich denke, wir könnten vielleicht mal eine Runde sprengen. Speichere ich mal. Und ich gucke mal, ob wir es überleben. Scheint mir fast so. Sehr schön. Dann mal ab in den Aufzug. Hui. Ah, sieht ja toll aus. Ups, eine Knarre. Wo immer die herkam. Ich frage mich, warum die hier Sprengstoff gelagert haben. Oh. Jo, das war absolut nichts. Ich dachte, die Dinger explodieren etwas besser. Naja, dann machen wir das Ganze nochmal. Da ist ja einiges los da draußen. Komm, gib mir Zeug. Danke. Boah, dieses Geruckel ist echt nervig. Aber wie gesagt, ich kann leider nichts dagegen ändern. Oder kann leider nichts ändern. Nichts dagegen machen. So rum. Wir könnten ihn vielleicht mal sprengen. Geht das? Was ist los hier? Jetzt wissen auch alle, dass wir da sind. Ist doch schön. Gut, diesmal haben wir es erwischt. Ah, Painkiller. Sehr gut. Sehr nötig. Hier haben wir doch bestimmt... Ja, komm. Ha, neue Waffe. Ein Karabinergewehr. Hat es sich ja gelohnt, hier oben nochmal vorbeizuschauen.
Aber wie gesagt, da haben wir zu wenig Munition für. MP5 ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ich bleib bei der Kalaschnikow. Ich schätze mal, hier geht's weiter. Hier wieder ominöse rote Boxen. Und da geht's auch noch irgendwo hin. So get this. He tells me I'm new to the job. I'm working with all the colors except green. What the hell is that supposed to mean? Could be like symbolism, like saying you're green. He said I wasn't using the Max Payne. Meine Güte. Ja, das war mal wieder absolut nix hier. So, war auch gerade etwas abgelenkt, von daher war das, glaube ich, gar nicht so gut. Da waren wir, glaube ich, schon. Genau, da kamen wir her. Dann müssen wir wohl hier weiter. Na gut. Vielleicht können wir sie ja diesmal überraschen. He said I wasn't using the pain. You can't hide. Scheinbar schon. So, das lief doch besser. Danke. Shoot to kill. Au, au, au. Ja, das ist jetzt hier von beiden Seiten irgendwie scheiße. Machen wir es doch einfach mal. So. Das war nix. So, ich hoffe, das hat jetzt mal was gebracht. Nicht so wirklich, wie mir scheint. Ja genau, kommt mal alle hier rein. Und dann kriegen wir das auch besser hin. Shotgun wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt hier unten. Denke ich mal. So unglaublich viel Muni haben wir doch gar nicht mehr für. Na, dann gehen wir mal. Ah, sehr gut. Ich habe dich gesucht, meine lieben Painkiller. The bomb itself caused no casualties due to the heroic efforts of the police officers present at the time, but the lives of two officers and several felons in custody were lost in the subsequent shooting. Lieutenant Jim Bravora stressed that Sachs is armed and extremely dangerous. The NYPD is conducting an investigation into the allegations that Sachs had inside help in her escape. And an APB has also been put out on Detective Max Payne, who had already been suspended and under investigation on previous misconducts and connections to Sachs. Nicht schlecht. Jetzt haben wir mal wieder, oder werden wir mal wieder von der Polizei gesucht. Klassiker. Fire in the hole!
Übertreibt's mich nicht mit euren Granaten hier. Könnte doch jemanden verletzen. Wahrscheinlich geht dahinter jetzt dick die Party ab. Oh, nein. Oh, Stühle. Ah, wir kommen da hoch. Gut. Wupp. Auf Wiedersehen, Kiste. War schön mit dir. Oh. Da hat jemand Husten. Ja. Da hatten wir nochmal Glück. Es kommt mal wieder ein Jump-and-Run-Einlage. Juhu. Okay, wie wär's mit einer Granate? Ah, schön. Gegenseitig erledigt. Muss ja auch mal sein. So, nehmen wir noch einen Painkiller. Und hüpf. Und danke für die Muni. Da wäre fürs erste Mal zu. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, Gegner. Tschüss. Ich glaube, das war der letzte. War wahrscheinlich auch so gewollt. Speichern wir mal und gehen dann mal hier durch. Ah, gut, sind wir auf der anderen Seite. Ich glaube, du hast es mit der Granate. Voll der Doppeltreffer. Komm. So. Erledigt. Ich glaube, wir sollten mal wieder zu der Pistole wechseln. Ja, da haben wir wieder ordentlich Muni. Für die anderen Waffen nicht mehr so. You understand, this is an over our dead bodies kind of situation. We've got an intruder, probably more than one. None of them's getting past this point alive. Deswegen gehen wir, glaube ich, außen rum. Was haltet ihr denn davon, meine lieben Gangster? Scheinbar nicht allzu viel. Autsch. So, ich glaube, die hätten wir. Speichern. Zeug aufsammeln. Keine Pinkiller dabei. Schade. Aber wir wären auch, glaube ich, da gar nicht durchgekommen, weil, ja. Aber wir hätten ja noch Boxen. Hätten wir auch noch einsetzen können. Da vielleicht hinten? Ja, war doch klar, dass da was versteckt ist. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Folgenstopp. Gucken da mal, was uns in der nächsten Folge hier erwartet. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.